Mein Name ist Katharina Mader, ich bin Ökonomin und ich arbeite in der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien und habe mich so in den letzten 15 Jahren so ganz stark um die Frauenthemen und vor allem um die ökonomischen Frauenthemen, also vor allem die Frage von unbezahlter Arbeit und die Verteilung zwischen den Geschlechtern beschäftigt. Was sind die großen, relevanten Themen der Zukunft? Also ich denke mir, eins der wesentlichsten Themen ist einfach die Frage der Gleichstellung und die Frage der Gleichstellung sowohl am Arbeitsmarkt als auch im privaten Bereich und so die alte feministische Forderung dessen, dass das private politisch ist. Und das wirkt natürlich auf allen Ebenen und allen Entwicklungen des Arbeitsmarkts auch. Also wenn wir uns anschauen, dass eben die großen Themen sicher die Digitalisierung und der Klimawandel bzw. die Klimagerechtigkeit sein werden, dann müsste überall dort Gleichstellung eigentlich auch eine Querschnittsmaterie sein und überall dort ein Thema sein, dass Frauen unterschiedlich betroffen und unterschiedlich eingebunden sind. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Tatsächlich, wenn es um Gleichstellung geht, sehen wir in Wien natürlich, dass wir, oder wenn wir dann rausschauen, sehen wir, in was für einer Blase wir uns in Wien befinden und in was für einem eben Umfeld, in dem Gleichstellung grundsätzlich ein Thema ist, in dem Vereinbarkeit ein Thema ist, wo es möglicher ist, Vereinbarkeit zu leben, wo es eben institutionelle Kinderbetreuung gibt, die es ja außerhalb von Wien so flächendeckend und leistbar gar nicht gibt. Aber ich denke mir, dass es auch hier immer wieder dass wir auch hier immer wieder thematisieren müssen, dass es eben das eine ist, diese vormals unbezahlte Arbeit auf institutionelle Beine zu stellen und eben Kindergärten, Schulen und so weiter zu haben. Die andere Seite, die wir in Wien halt so ganz stark spüren, ist die nicht vorhandenen Großeltern. Weil welche Menschen, die in Wien leben, haben denn in der Nähe Großeltern? Und gerade die übernehmen ganz, ganz viel, was die Vereinbarkeit betrifft. Und insofern muss Wien dann noch einmal doppelt und dreifach schauen, dass eben das durchaus auch institutionell abgedeckt werden kann. Das heißt, während es eine Blase ist, in der wir uns befinden, sehen wir durchaus, dass da Schwierigkeiten entstehen für Menschen. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Aktuell ist es wichtig, dass wir sehen, wie Frauen jetzt gerade vom Klimawandel, aber auch von der digitalen Transformation betroffen sind, dass sie nirgendwo wirklich eingebunden sind. Also dass es nicht so ist, dass wir, wenn es um Klimagerechtigkeit, Frauen und Frauenperspektiven drinnen haben und auch kaum, wenn es um die digitalen Agenden geht. Das heißt, da überall Frauen einzubinden und dann zu wissen, dass wir diese Frauen nur dann einbinden können, wenn eben die unbezahlte Arbeit im Privaten geregelt ist und das institutionell auf der einen Seite und dann zwischen den Geschlechtern umverteilt gehört. Also unmittelbar ist in jedem Fall mal das Kindergartenthema ein riesiges, Aufwertung all dieser Arbeiten, nämlich sowohl im elementarpädagogischen Bereich als auch im Pflegebereich. Überall dort müssen wir diese typischen Frauenerwerbstätigkeiten aufwerten und gleichzeitig eben sehr viel mehr Investitionen tätigen, damit wir auch dort sehr viel mehr Personal haben. Die andere Sache im Privaten wäre zum Beispiel, dass wir endlich die Karenzregelungen so angehen, dass dieser Mindestteil, den Männer übernehmen, ein größerer wird, weil bei 8 von 10 Paaren geht tatsächlich der Vater gar nicht in Karenz. Und das, was Väter nicht in Karenz sind, das machen sie dann auch nachher weniger unbezahlte Arbeit. Beziehungsweise umgekehrt, diejenigen Väter, die mal in Karenz waren, die übernehmen dann auch sehr viel mehr unbezahlte Arbeit, weil sie einfach wissen, was braucht, damit ein Haushalt rennt und damit Kinderbetreuung rennt. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ich denke mir, dass Wien geschlechtergerecht, klimagerecht in der Zukunft durchaus sein kann. Ich glaube, dass es dann aber braucht, dass wir eben zum Beispiel sehr viel mehr investieren in alle diese Bereiche, die so lebensnotwendige Arbeiten sind, die eben wir unter dem Begriff Care-Arbeit zusammenfassen. All das, wo es ums Überleben von anderen Menschen geht. Und wenn wir da investieren, dann werten wir auch diese Arbeiten auf, dann haben wir dort auch gute Arbeitsplätze. Und das Gleiche eben in der Frage von Klimagerechtigkeit. Und wenn wir das hinkriegen, Gleichstellung und Klimagerechtigkeit, die durchaus zum Teil auch widersprüchliche Themen sein können, die gemeinsam zu verbinden und da weiterzukommen, dann glaube ich, wäre Wien eh schon, aber dann noch einmal eine Traumstadt.